Heute, meine Lieben, kommt der letzte Teil, wer passt zu wem oder auch nicht. Und zwar mit den Sternzeichen Schütze, Steinbock, Wassermann und Fisch. Die genauen Daten für den Beginn und den Schluss der Tierkreiszeichen wechseln nach dem Geburtsjahr. Das hängt mit dem Stand der Sonne zusammen, der in den einzelnen Jahren um etliche Grade variiert. Also, im letzten Teil nun, wer passt zu wem oder auch nicht. Wir starten mit dem Schützen vom 23. November bis 21. Dezember. Schütze passt sehr gut zum Widder und Schütze. Passt gut zum Steinbock, Wassermann, Waage und Skorpion. Passt wahrscheinlich nicht zum Fisch, da der viel zu introvertiert ist. Zwillinge sind zu oberflächlich und flatterhaft. Und die Jungfrau ist zu engstirnig und zu umständlich. Schütze verhält sich neutral zum Stier und zum Krebs. Nun der Steinbock vom 22. Dezember bis 20. Januar. Steinbock passt sehr gut zum Stier und zur Jungfrau. Passt gut zum Wassermann, Fisch, Skorpion und Schütze. Passt wahrscheinlich nicht zum Widder, der ist zu impulsiv und sprunghaft. Der Krebs ist zu leichtsinnig und deprimierend und die Waage ist zu affektiert und unaufrichtig. Verhält sich neutral aber zum Zwilling und zum Löwen. Nun der Wassermann vom 21. Januar bis 19. Februar. Wassermann passt sehr gut zum Zwilling und zur Waage. Passt gut zum Schütze, Steinbock, Fische und Widder. Passt wahrscheinlich nicht zum Stier, der ist zu gesetzt und Löwe ist zu fordernd und anspruchsvoll. Und der Skorpion ist zu besitzergreifend. Verhält sich aber neutral zum Krebs und zur Jungfrau. Nun das letzte Sternzeichen, die Fische. Vom 20. Februar bis 20. März. Fische passen sehr gut zum Krebs und zum Skorpion. Fische passen gut zum Steinbock, Wassermann, Widder und Stier. Passt wahrscheinlich nicht zum Zwilling, da der zu beunruhigend und rastlos ist. Die Jungfrau ist zu schwerfällig und der Schütze ist zu spontan. Der Fisch verhält sich aber neutral zum Löwe und zur Waage. So, meine Lieben, das waren jetzt die letzten vier Tierkreiszeichen mit dem Begriff, wer passt zu wem oder auch nicht. Nun könnt ihr immer wieder schauen, ob es eine gute Harmonie und Verträglichkeit zu dem anderen besteht. Ihr könnt mich aber auch anrufen, wenn ihr es genauer wissen wollt. Dann sage ich es euch haargenau, weil ich nachschaue. Also, alles Liebe wünsche ich euch. Eure Deria.